Hallo Yogi-Freunde, ich bin's wieder, euer Dirk, und heute entführe ich euch ins Reich der asiatischen Meccas. Ich stelle euch mein Valence-Deck vor. Viel Spaß! Trader, mit uns hast du gute Karten. Das dritte und letzte Deckprofil rund um das Set Tactical Masters steht nun endlich an. Das Valence-Themendeck habe ich euch dieses Mal mitgebracht. Ein Themendeck, was insofern eine ganz besondere Bewandtnis hat, sag ich mal, beziehungsweise besondere Eigenschaften mit sich bringt, als dass wir hier wieder ein Pendeldeck haben seit längerem Mal, nicht ganz so längerem, aber wir haben mal ein Pendeldeck zur Abwechslung haben, das aber auch intern relativ gut auch ohne, sag ich mal, die Pendelbeschwörung ein, zwei interessante Tricks auf Lager hat, aber trotzdem nach wie vor von den Vorzügen, aber auch von den Stärken und Schwächen grundsätzlich von Pendelthemen ja profitiert beziehungsweise halt eingeschränkt wird. Das Valence-Thema insofern ist halt ein interessantes Themendeck, weil es halt nicht nur ja ein Pendeldeck ist, sondern auch auf der Warte hin, dass es zwei Monstereigenschaften miteinander vereint und das auch quasi in ihre Effekte integriert. Vom Spielstil her, weil es halt auch, oder schon vom Spielstil grundsätzlich her, ist das Valence-Themendeck ein Control-Deck. Das heißt, es versucht den Gegner so ein bisschen an seinen Zügen zu hindern, ihn so ein bisschen zu stören, sein Feld ja aufzuräumen, um dann halt mit möglichst ja einfachen und schnellen Angriffen das Spiel für sich zu entscheiden. Ja, das Valence-Themendeck selber gehört zu den, ja, sag ich mal, zu den günstigsten Themendecks aus Tactical Masters, ist aber auch das schwerste zu meisternde, weil es doch sehr, sehr kombo-intensiv ist. Das habe ich halt relativ schnell gemerkt, dass man sich wirklich ausgiebig mit dem Deck beschäftigen muss, wenn man halbwegs passable Züge auch hinbekommen will. Das heißt, man sollte sich, wenn man sich dem Themendeck ein bisschen widmen möchte, eine ganze Menge Zeit nehmen, ja, zu entdecken, welche Kombos kann ich mit dem Deck ausführen, wie muss ich meine Kombos vor allem spielen, um nicht am Ende auf ein ziemlich, ja, sag ich mal, schwaches Feld zu enden. Denn es kann durchaus mit den richtigen Kombos ordentliche Felder hinlegen. Hat aber auch das Problem, wenn man halt nur einen Zug falsch macht oder eine Karte falsch platziert, kann es halt sehr schnell, zu einem Ende kommen. Und ja, die richtigen Züge machen ist auch ein gutes Stichwort, denn Zonenmanagement ist mit dem Themendeck ein wirklich sehr, sehr wichtiges Element, denn die Karten spielen wirklich sehr intensiv mit den einzelnen Monsterzonen bzw. auch mit den Zauber- und Fallenzonen. Das heißt, hier muss man sich halt im Vorfeld schon ein paar Gedanken machen, wie möchte ich meine Karten spielen, wo möchte ich sie platzieren und mit welchen Effekten kann ich arbeiten, um die Monster entsprechend zu verschieben. Das ist ein wichtiges Element bei diesem Themendeck, auf das man achten muss. Also von daher, wie gesagt, ist ein Deck, mit dem man sich ausgiebig auseinandersetzen muss und das man nicht mal eben so nebenbei lernen kann, ist zwar grundsätzlich für Einsteiger halt ein relativ günstiges Deck, allerdings halt nicht ganz so einfach zu lernen. Von daher ist das halt schon eine Kategorie für die fortgeschritteneren Spieler, die auch dann sich durch verschiedene Kombos halt durchspielen möchten. Insbesondere dann, wenn man auch mal gegen ein paar ja, Unterbrechungseffekte in Form von Handfallen und ähnlichen Sachen halt durchspielen muss, ist das Valence-Deck halt schon ein bisschen ausgiebiger zu üben. Ja, dann kommen wir mal zum Deckprofil selber. Ich gehe die einzelnen Karten ein bisschen durch, erzähle auch so ein bisschen was zu den Eigenschaften und den wichtigsten Merkmalen der einzelnen Valence-Karten. Grundsätzlich kann man sich aber schon mal als Eigenschaften halt vorhalten, dass wir zum einen halt Wasser-Hexer-Monster haben und zum anderen Feuer-Maschine-Monster. Das sind so die wesentlichen Kernelemente der Valence-Karten. Und alle der Valence-Pendel-Monster aus dem Main-Deck haben die gemeinsame Eigenschaft, dass sie sich selber aus der Pendel-Zone in die darüber liegende Main-Monster-Zone beschwören dürfen, sofern diese frei ist. Das ist also eine gemeinsame Eigenschaft von allen Karten. Wichtig hierbei ist, dass die Monster der Stufe 5, also unter Stufe 5, sich alle ohne Beschränkung beschwören dürfen. Alle Monster über Stufe 4 jedoch brauchen als Voraussetzung eine der beiden Spielfeldzauberkarten, und zwar die richtige auf dem Spielfeld, oder ein Monster mit der gleichen Eigenschaft wie sie selber, damit sie sich beschwören dürfen. Das ist halt so ein bisschen, was man berücksichtigen muss, wenn man halt das Themendeck spielen möchte. Das macht das Ganze schon wieder noch ein Stück komplizierter. Außerdem muss man berücksichtigen, dass wenn man die Effekte der Valence-Karten benutzen möchte, man auch in dem gleichen Spielzug keine anderen Monster als Spezialbeschwörung, zumindest kein anderes Main-Deck-Monster als Spezialbeschwörung beschwören darf. Das macht das ganze Spielen halt in Kombination mit anderen Themenkarten oder mit anderen Pendel-Support-Karten schon wieder ein ganzes Stück schwieriger, weil es da nicht ganz so viele Optionen gibt. Was man aber trotzdem machen kann, dazu dann gleich im Rahmen des Deckprofils ein bisschen mehr. Fangen wir mit der wichtigsten Karte des Themendecks oder mit einer der wichtigsten Karten des Themendecks an, nämlich Shinonomi, die Valence-Priesterin. Sie ist unsere Sucherkarte in unserem Themendeck.
Denn Shinonome kann, wenn sie spezialbeschworen auf dem Spielfeld liegt, uns eine Valence-Zauberkarte von unserem Deck unserer Hand hinzufügen. Das ist schon mal eine ziemlich wichtige, ja, sag ich mal, Eigenschaft, denn wir haben nicht nur unsere beiden Spielfeld-Zauberkarten, die das Themendeck mit sich bringt, sondern auch eine andere Zauberkarte, beziehungsweise, wenn wir schon bei Darkwing Blast auch irgendwann ankommen, auch noch eine zweite Zauberkarte, mit der wir das Spiel ein bisschen in Gang bringen können. Das heißt, hier haben wir schon mal die erste wichtige Eigenschaft. Die zweite Eigenschaft ist, und das haben auch alle Valence-Karten gemeinsam, dass sie nicht nur einen Effekt haben, wenn sie spezialbeschworen auf dem Spielfeld liegen, nein, sie haben noch einen weiteren Trigger-Effekt, der sich dann aktiviert, wenn sie sich in den Monsterzonen hin und her bewegen. Im Fall von Shinonome ist es so, wenn sie von einer Monsterzone in eine andere bewegt wird, dürfen wir uns ein Valence-Monster von unserem Deck unserer Hand hinzufügen. Das heißt, im besten Falle können wir mit Shinonome uns zwei Karten in einem Spielzug suchen, was schon ziemlich stark ist, aber auch durchaus nötig ist, denn wir brauchen dann sehr, sehr viel Material, um unsere Kombos durchspielen zu können. Deswegen ist Shinonome auch so die wichtigste Karte in diesem Themendeck und wir wollen natürlich auch möglichst gucken, dass wir ihre Effekte durchbekommen, um unsere Spielzüge durchzuspielen. Der Pendel-Effekt, wie gesagt, bei den ganzen Valence-Karten hier ist, dass wir sie halt spezial beschwören können aus der Pendelzone, wenn in der entsprechenden Main-Monster-Zone darüber keine Monster liegen. Also von daher, Zonenmanagement ist hier ein wichtiges Element bei diesem Deck. Dann kommen wir zu dem zweiten der Valence-Hexer-Monster, nämlich Nasuki, der Valence-Ninja. Nasuki ist hier auch ein sehr wichtiges Element in diesem Deck, weil er besitzt die Fähigkeit, Monster in unserer Main-Monster-Zone in eine benachbarte Zone zu bewegen. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit mit Nasuki, indem wir halt vorher selber spezial beschwören, unsere Monster aus der einen Zone in die nächste zu bewegen, um so die entsprechenden Effekte zu triggern. Also ist er hier auch wirklich ein sehr wichtiges Element, damit wir unsere Kombos auch durchspielen können. Also von daher sollte man ihn auch hier dreimal spielen können. Hier muss man bei seiner Beschwörung halt berücksichtigen, dass wir ein Wasser-Valence-Monster kontrollieren müssen oder den Spielfeldzauber Shinra Bansho, um seinen Panel-Effekt zu nutzen, um ihn in die entsprechende Main-Monster-Zone zu beschwören. Also hier sehen wir die wichtigen Eigenschaften gerade nochmal im Detail, dass die Wasser-Valence-Monster Shinra Bansho brauchen und die Feuer-Maschine-Monster brauchen die Spielfeldzauber König Gewissen, damit sie sich aus der Pendelzone halt beschwören dürfen. Also von daher, das ist halt schon eine wichtige Schwäche, die man halt berücksichtigen muss, wenn man mit diesem Deck halt spielen möchte. Der zweite Effekt von Nasuki, wenn er sich in der Main-Monster-Zone bewegt, dann dürfen wir eine Zauber- oder Fallenkarte, eine Valence-Monster-Karte in der Zauber- und Fallenzone wählen und sie als Spezialbeschwörung in der gleichen Spalte beschwören, in der sie sich befindet. Das heißt, wir haben nicht nur die Möglichkeit, unsere Valence-Monster aus den Pendelzonen zu beschwören, also nur zwei Monster zu rufen und sie dann zu verschieben. Nein, wir können theoretisch alle fünf Zauber- und Fallenzonen voll ausnutzen mit Nasuki, wenn wir entsprechend ihn bewegen auf dem Spielfeld und dann auch dann entsprechend die passenden Valence-Monster in den richtigen Zauber- und Fallenzonen liegen haben. Das können wir über die Effekte der einzelnen Valence-Karten sogar bewerkstelligen, dass wir nicht nur unsere Pendelzonen mit den Valence-Monstern belegen, sondern auch die anderen Zauber- und Fallenzonen, um so entsprechend weitere Monster auf das Spielfeld zu kriegen. Aber auch hier, wie gesagt, muss man die richtigen Karten zum richtigen Zeitpunkt haben, was das ganze Deck noch ein bisschen komplizierter macht und man hier die richtigen Züge durchspielen muss. Dann machen wir weiter mit den übrigen Valence-Karten. Hier habe ich zweimal Sion, den Valence-Bogenschützen, der, wenn er spezialbeschworen auf dem Spielfeld liegt, zum einen ein Monster wählen darf und wir eine Münze werfen. Und abhängig davon, was unsere Münze als Ergebnis wirft, wird entweder der Effekt des Monsters annulliert bis zum Ende des Spielzuges oder seine Angriffspunkte werden halbiert. Das ist der erste Effekt. Mit dem zweiten Effekt, wenn er in der Monsterzone sich bewegt, dann dürfen wir eine Karte auf dem Spielfeld wählen, eine beliebige sogar. Wir werfen eine Münze, bei einem Kopf zerstören wir sie und bei Zahl geben wir sie auf die Hand zurück. Ist ein bisschen mit Glücksspiel verbunden, das ganze Spiel mit Sion, aber oft nicht, auf alle Fälle haben wir die Möglichkeit, sowohl ein Monster mehr oder weniger zu schwächen, je nachdem wie rum wir es halt sehen wollen, und auch eine weitere beliebige Karte vom Spielfeld zu kriegen, sei es nun auf die Hand oder Zerstörung, ist halt in dem Fall nicht so ganz relevant teilweise. Nichtsdestotrotz reicht er, denke ich mal, auf 2, weil er zwar ein guter Removal ist, aber sein wirklich richtig guter Effekt nur dann zu tragen kommt, wenn er auf dem Spielfeld bewegt wird. Das letzte der Hexermonster, das spiele ich auch in zweifacher Ausführung, das ist unser Hojo, der Valence-Krieger.
Er ist eine laufende Polymerisation, denn zum einen, wenn er spezialbeschworen auf dem Spielfeld liegt, dann können wir eine offene Karte in der beliebigen Zauber- und Fallenzone wählen und sie auf die Hand zurückgeben. Das ist also ein grundsätzlicher Effekt, den er erstmal hat. Das hilft uns bei beispielsweise der Karte Sehnetzschalter, mit der wir jede Runde ein Monster bewegen dürfen, sie mehrmals pro Zug zu benutzen. Der zweite Effekt ist aber noch viel interessanter, denn wenn er von einer Monsterzone in eine andere bewegt wird, dann dürfen wir mit ihm eine Fusionsbeschwörung durchführen auf ein Valence-Fusionsmonster. Da liefert uns Tactical Masters auch direkt mal ein Duo an Fusionsmonstern, das uns hier zur Auswahl steht. Dazu kommen wir dann gleich nochmal, wenn wir uns das Extra-Deck ein wenig näher angucken wollen. Dann machen wir weiter mit der maschinellen Fraktion der Valence-Karten und den Anfang mache ich hier mit dem Valence-Sprengbaron. Und der Sprengbaron hat hier eine ähnliche Funktion wie unser Ninja, denn auch er kann ein anderes Monster auf dem Spielfeld wählen und es eine benachbarte Main-Monster-Zone bewegen, sofern er als Spezialbeschwörung auf dem Spielfeld liegt. Ganz wichtig hier ist dann der zweite Effekt aber auch noch, denn falls er in eine andere Monsterzone bewegt wird, dann dürfen wir eine Karte in unserer Pendelzone eines beliebigen Spielers wählen, also auch beim Gegner, und sie als permanenten Zauber in die offene benachbarte Zauber- und Fallenzone legen. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, unsere Karten aus den Pendelzonen, beziehungsweise auch Karten, die wir in die gegnerischen Pendelzonen vielleicht auch sogar platziert haben, beziehungsweise der Gegner selber dort platziert hat, einfach mal zu verschieben, was sie ganz gerne mal nutzlos macht, denn gerade gegen gegnerische Pendeldecks können wir so ein bisschen die Pendelskala zerstören, indem wir einfach eine der Karten aus der Pendelzone in eine andere Zauber- und Fallenzone verschieben und so eben die Möglichkeit nehmen, eine der Pendelskalen zu verwenden. Außerdem gibt es noch einige Valence-Karten, die Karten aus den Zauber- und Fallenzonen entweder zerstören oder halt beschwören dürfen, was auch nicht ganz uninteressant ist. Dann als nächstes Triple habe ich den Valence-Wut-Marquis. Der ist nämlich auch ein ganz interessanter Vertreter und er betreibt ein paar Würfelspielchen. Denn sollte er spezialbeschworen auf dem Spielfeld liegen, können wir während unserer Main-Phase einen sechsseitigen Würfel rollen und dann die entsprechende Anzahl Karten ausgraben, wie wir die Augenzahl geworfen haben. Das heißt, wenn ich eine 6 würfe, darf ich die obersten 6 Karten ausgraben und mir dann anschließend eine von den ausgegrabenen Valence-Karten, den Karten auf die Hand nehmen. Das heißt, hier können wir ein bisschen unsere Hand aufstocken und macht den Valence-Wut-Marquis auch zu einer wichtigen Unterstützerkarte, mit der wir unsere Hand weiter auffüllen können und hier weitere Kombo-Bestandteile zusammenkratzen können. Der zweite Effekt ist aber auch nicht ganz unwichtig, denn sollte er in der Main-Monster-Zone bewegt werden, würfen wir hier auch wieder einen Würfel und sollten wir eine 2, 3, 4 oder 5 würfeln, dürfen wir eine Monsterkarte als Spezialbeschwörung aus unserer Zauber- und Fallenzone rufen. Das heißt, sollten wir im Vorfeld beispielsweise durch unseren Sprengbaron eines unserer Monster in die passende Zauber- und Fallenzone verlegt haben, dürfen wir dieses Monster durch den Wut-Marquis einfach mal spezial beschwören. Das heißt, füllen wir unser Feld ein bisschen weiter auf und können hier ein ordentliches ein Feld aufbauen, um den Gegner halt Druck zu machen. Dann als Duo habe ich hier einmal den Valence-Spannungs-Vicomte. Auch einer der kleineren Pendelmonster, die wir auch so ohne weiteres als Spezialbeschwörung beschwören dürfen aus der Pendelzone, falls wir die entsprechende Mainmonsterzone frei haben. Während unserer Mainphase dürfen wir hier ein offenes Valence-Pendelmonster in unserem Extra-Deck wählen und als offenen permanenten Zauber in unsere Zauber- und Fallenzone legen. Das heißt, hier unterstützen wir auch wieder die Beschwörungsfähigkeit von unserem Wut-Marquis und können hier einen größeren Feldaufbau vorbereiten. Sollte er sich selber in der Monsterzone bewegen, dann dürfen wir ein offenes Valence-Pendelmonster in unserem Extra-Deck in unsere Pendelzone legen. Das heißt, hier haben wir sogar doppelt nutzen können, unsere Pendelskala aufbauen, beziehungsweise eines in die Pendelskala gelegte Monster vielleicht sogar spezial beschwören, wenn die passende Main-Monsterzone frei ist. Dann ebenfalls in zweifacher Ausführung, und zwar mit einem ganz bestimmten Grund, spiele ich den Valence-Dominator-Herzog. Die meisten spielen einige der Valence-Karten nur in einfacher Ausführung, weil sie meistens reichen. Gerade der Dominator-Herzog ist so ein gutes Beispiel für eine Karte, die man nur einmal spielt. Weil ich aber auch auf die Karte Miniaturwelt zurückgreife und hier sehr gut auch den Dominator-Herzog als Material benutzen kann, um ihn zu verbannen für den Effekt der Miniaturwelt, spiele ich ihn hier in zweifacher Ausführung. Aber abseits davon, wenn wir den Dominator-Herzog auf das Spielfeld bekommen als Monster, dann dürfen wir eine gesetzte Karte in der Zauber- und Fallenzone wählen und diese gewählte Karte kann in diesem Spielzug nicht aktiviert werden. Das heißt, damit können wir den Gegner zwingen, eine gesetzte Karte zu aktivieren, sofern er es halt aktivieren kann, beziehungsweise verhindern, dass der Gegner störende Karten wie beispielsweise eine Spiegelkraftkarte, einen magischen Zylinder oder andere reaktive Karten, die auf Angriffe reagieren beispielsweise, einfach mal für einen Zug aus dem Spiel nehmen, beziehungsweise zumindest verhindern, dass der Gegner sie gegen uns einsetzen kann.
Der zweite Effekt, wenn er in den Main-Monster-Zonen bewegt wird, besagt, dass wir ein offenes Monster in der Main-Monster-Zone unseres Gegners wählen können und die Kontrolle einfach mal darüber übernehmen. Allerdings dürfen wir seine Effekte nicht mehr aktivieren. Außerdem wird es als Valence-Karte behandelt, was wieder interessant ist, damit wir unsere Fusionsmonster auch beschwören dürfen. Von daher ist der Dominator-Herzog eigentlich eine recht interessante Karte, die man auch wohl zweimal spielen kann, weil auf dem Spielfeld kann er, wenn man ihn richtig einsetzt, dem Gegner schon eine ganze Menge Ärger bereiten. So, das waren die Valence-Karten. Nun kommen wir zu den themenfremden Karten, die wir hier drin spielen können, aber auch nicht unbedingt müssen. Aber eine Karte, die durchaus Pflicht ist, ist der Kuro-Obi-Karate-Geist. Beziehungsweise man kann auch beispielsweise den Kaido-Kendo-Geist nehmen. Denn beides sind Pendelmonster mit einer Skala von 9. Wie euch vielleicht aufgefallen sein dürfte, haben alle die Valence Main Deck Monster eine Pendelskala von 1. Das heißt, wenn wir Pendelbeschwörungen durchführen wollen, brauchen wir eine passende andere Skala, um auch Pendelbeschwörungen durchführen zu können. Und da sind die beiden Spirit Pendelmonster, die wir hier zur Verfügung stehen, beziehungsweise demnächst sogar noch ein drittes, mit einer passenden Skala, damit wir auch Pendelbeschwörungen durchführen können. Denn die ganzen Valence-Monster bewegen sich alle von den Stufen 2 bis Stufe 8. Und mit einer Pendelskala von 9 haben wir hier das absolute perfekte Gegenstück, um hier unsere Pendelbeschwörungen durchführen zu können. Viele spielen eine von diesen Spirit-Karten nur einmal in dem Deck. Ich nehme sie tatsächlich ein zweites Mal noch mit für eines unserer Link-Monster, die ich hier mit drin spiele, falls ich mal entsprechend ein bisschen rumswitchen muss. Dazu aber gleich noch ein bisschen mehr dann. Dann als weiteres, Main-Deck-Monster, was wir noch sehr gut nützen können, auch wenn wir es als Normalbeschwörung beschwören können, zumindest aus der Hand, und trotzdem noch seinen Effekt nutzen wollen, ist der Künstlerkumpel buntäugiges Synchron. Durch die Stufen der einzelnen Valence-Karten mit Stufe 2, 4, 6 und 8 haben wir den Zugriff auf die entsprechenden Synchro-Monster mit Stufe 4, 6, 8 und 10. Denn über den Künstlerkumpel buntäugiges Synchron dürfen wir ein Monster in unserer Pendelskala einfach mal als Spezialbeschwörung beschwören und anschließend mit dem Synchron und dem gerufenen Monster eine Synchro-Beschwörung durchführen. Was schon ziemlich cool ist, mal eben ein passendes Synchro-Monster auf das Spielfeld zu legen, was man gerade in Control-Decks halt sehr gut nutzen kann, um mal hier mit einem quasi nur einem effektiven Beschwörungsmaterial sich ein entsprechend starkes Control-Monster zu rufen. Welche Auswahl ich hier getroffen habe, dazu dann gleich, wenn ich beim Extra-Deck angekommen bin, noch ein bisschen näher. Der zweite wesentliche Vorteil an dem buntäugigen Synchron ist, dass wir ihn auch als Pendelbeschwörung wieder zurück aufs Spielfeld bringen können vom Extra-Deck, um seinen Effekt noch ein zweites Mal zu nutzen. So können wir im besten Falle sogar zwei Beschwörungen von Synchromonstern mit dem buntäugigen Synchron durchführen, was eigentlich nicht schlecht ist. Dann als weiteres Mandic-Monster und als kleine Draw-Engine habe ich noch einmal den Magiebuch-Magier der Prophezeiung mit integriert. Dadurch, dass ich halt keine Monster als Spezialbeschwörung generell keine Mandic-Monster als Spezialbeschwörung beschwören kann, habe ich hier ein paar Optionen mit reingenommen, die ich als Normalbeschwörung beschwören und entsprechend gut nutzen kann. Und was dem ganzen Deck so ein bisschen fehlt noch zusätzlich, sind eigentlich weitere Draw- oder zusätzliche Suchoptionen, um uns die passenden Karten zu suchen. Und mit dem Magiebuch Magier der Prophezeiung haben wir eine relativ gute kleine 3-Karten-Engine, mit der wir noch uns ein paar zusätzliche Karten der Hand hinzufügen können. Deswegen ist hier die Wahl auch relativ gut und schnell auch auf den Kollegen gefallen, auch weil er ein weiteres Hexer-Monster ist und auch als weiteres gutes Material fungieren kann, zusammen für unsere Miniaturwelt, falls wir mal unsere entsprechende Draw-Engine nicht nutzen können. Dann kommen wir jetzt zu einem sehr interessanten Duo, wie ich finde, und wahrscheinlich erst die meisten sich denken, warum spielt er jetzt genau diese Karte? Denn ich habe noch einmal den BES-Kristallkern hier mit drin. Jetzt fragt ihr euch, warum spiele ich in so eine Karte, so eine Uraltkarte, die effektiv total nutzlos in der heutigen Zeit geworden ist. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich die Karte Miniaturwelt in diesem Deck spiele. Und der BES-Kristallkern ist wirklich das optimalste Suchziel, um auf ein anderes sehr gutes Monster zu kommen, was im aktuellen Format mit sehr vielen extra-decklastigen Decks Konter wirken kann, nämlich dem guten Sabok, dem Megamonarchen. Denn der ganze Clou an der Geschichte von dem BES-Kristallkern ist, er ist sowohl ein Wassermonster als auch ein Maschinemonster, der außer der Eigenschaft oder dem Typen mit den ganzen Valence-Main-Deck-Monster-Karten keine andere Gemeinsamkeit hat. Das heißt, ich kann zusammen mit einem Valence-Wasser-Hexer-Monster über den Kristallkern mit den Sabok suchen oder nehme einfach eines der Feuermaschinemonster und kann hier den Kristallkern nutzen, um auch hier wieder auf den Sabok, den Megamonarchen, zu kommen.
Eine relativ einfache Geschichte und vor allem den wesentlichen Vorteil, den ich auch hier habe, falls ich den BRS-Kristallkern tatsächlich schon auf der Hand halten sollte, aus irgendwelchen Gründen, weil ich ihn zufälligerweise gezogen habe, habe ich ja trotzdem noch ein Monster mit 2100 Angriffspunkten, das ich auch als Tributbeschwörung beschwören kann und das noch drei Angriffe überleben kann, also drei gegnerische Angriffe überleben kann. Von daher ist das eine relativ gute Option, um halt nicht nur über Miniaturwelt an den Saarburg dran zu kommen, sondern habe noch eine möglich spielbare Karte behalten, die ich ja trotzdem noch irgendwie nutzen kann. Der Saarburg selber an der Stelle, das sollte man vielleicht auch noch mal erwähnen, ist insofern eine ziemlich gute Karte, als dass sie dem Gegner bis zu 8 Extra-Deck-Karten rauben kann. Wir selber brauchen gar nicht mal großartig viel aus dem Extra-Deck, deswegen können wir es uns auch durchaus leisten, den Effekt von Saarburg, dem Mega-Monarchen, zu zünden, um hier dem Gegner, gerade wenn wir anfangen, wichtige Schlüsselkarten aus dem Extra-Deck zu mopsen. Das einzige Problem an der ganzen Geschichte ist nur, damit wir auch gezielt die richtigen Karten des gegnerischen Extradecks wegräumen können, brauchen wir ein Lichtmonster, das wir als Tribut anbieten können, um Saarburg zu beschwören. Deswegen habe ich hier über das Extradeck das Ganze geregelt, welche Karte das ist. Dazu dann gleich noch ein bisschen mehr. Kommen wir nun zu den Zauberkarten. Und hier mache ich den Anfang mit den beiden Spielfeldzauberkarten des Themas, nämlich Valens Welt König Wissen und Valens Welt Shinra Bancho. Das Coole an den Spielfeldzauberkarten ist, dass wenn wir eine von den beiden aktivieren, dann aktiviert sie oder dürfen wir automatisch das jeweilige Gegenstück auf die gegnerische Spielfeldseite legen. Das hat zwei wesentliche Vorteile. Zum einen können wir beide Effekte der Spielfeldzauber nutzen, was schon mal ziemlich cool ist, weil beide Spielfeldzauberkarten haben ziemlich interessante Effekte, die auch in Kombination mit unseren Valens-Karten ziemlich gut funktionieren. Aber wir haben damit auch ein indirektes Out gegen beispielsweise eine Karte wie Mystische Mine oder den Spielfeldzauberkarten von dem Tränenklage-Deck oder anderen Spielfeldzauberkarten, die in einigen Decks mittlerweile auch wieder stärker gespielt werden. Das heißt, wir können hier sogar ohne zusätzlichen Zauber- und Fallenzerstörer gegnerische Spielfeldzauberkarten einfach mal ausschalten und so die Bedrohung ein bisschen reduzieren für uns. Die beiden Spielfeldzauberkarten selber haben noch sehr praktische Effekte, wobei wir vorrangig eigentlich halt König Wissen lieber auf unserer Spielfeldseite wissen wollen, aber letzten Endes spielt es auch keine großartige Rolle, denn letzten Endes kann jeder Zugspieler die Effekte von beiden Karten benutzen, abhängig davon, ob er die richtigen Bedingungen dafür erfüllen kann. Also beides interessante Karten, mit der wir auch Monster vom Feld kriegen können und das ist halt schon ziemlich praktisch, um halt hier störende Elemente vom Feld zu nehmen. Die zweite Zauberkarte aus dem Valens-Thema, die spielen wir hier auch in zweifacher Ausführung. Das sind die Valens-Kriege, der Ort des Anfangs. Das ist nochmal unsere Sucherkarte für eine unserer Valens-Spielfeld-Zauberkarten. Damit dürfen wir uns also eine Valens-Spielfeld-Zauberkarte vom Deck unserer Hand hinzufügen. Das heißt, wir haben ja auch ein besseres Landform, denn wir können nämlich zusätzlich eine Pendel-Monster-Karte, das heißt, wir können sowohl ein Pendel-Monster in der Main-Monster-Zone als auch in den Zauber- und Fallen-Zonen vernichten, um uns zusätzlich die Karte Zenith-Schalter zu suchen. Das ist insofern eine ganz praktische Geschichte, weil der Zenith-Schalter uns nochmal es ermöglicht, relativ einfach und schlank die entsprechenden Zweiteffekte der Valens-Monster zu aktivieren. Denn mit Zenith-Schalter dürfen wir einmal pro Spielzug ein Monster in der Main-Monster-Zone wählen und es in die benachbarte Main-Monster-Zone verschieben. Beziehungsweise eine entsprechende Main-Monster-Zone, die gerade nicht verwendet wird. Das ist schon mal ziemlich cool, weil wir hier sehr flexibel die passenden Effekte unserer Valens-Monster aktivieren dürfen. Und über die Valens-Kriege, dem Ort des Anfangs, können wir uns diese Karte halt relativ schnell suchen. Die Valens-Kriege, der Ort des Anfangs, hat aber noch einen zweiten Effekt vom Friedhof, denn wir dürfen sie von unserem Friedhof verbannen und dann ein offenes Valens-Pendel-Monster von unserem Extra-Deck in unsere Pendelzone platzieren. Das heißt, wir haben hier sogar im Nachgang noch die Möglichkeit, unsere Pendelzone ein bisschen auf, bis unsere Pendelskala aufzufüllen, beziehungsweise weitere Setup zu schaffen für die Effekte aus den Pendelskalen unserer Valens-Karten. Ja, dann, wie gerade schon angesprochen und ein bisschen angepriesen, muss man ja schon fast behaupten, habe ich halt die Karte Miniaturwelt in dreifacher Ausführung mit drin. Nicht nur, dass wir hier uns den Saarburg, den Megamonarchen suchen können, nein, wir können auch über die einzelnen Valens-Karten selber hier auch, wenn man die richtigen Suchketten sich halt raussucht, gezielt auf andere Valens-Karten wechseln, falls man mal ein Exemplar doppelt auf der Hand hat und gerade nicht gebrauchen kann und dann lieber ein anderes Monster möchte. Da muss man ein bisschen gucken, dass man auch hier die richtigen Ketten sich zusammensucht. Ist manchmal nicht ganz trivial, aber trotzdem ist die Karte Miniaturwelt ziemlich hilfreich und kann auch hier helfen, uns die richtigen Schlüsselelemente für unsere Kombos zusammenzusuchen.
Dann zu, gerade angesprochen, unserem kleinen Magiebuchpaket habe ich einmal das Magiebuch der Geheimnisse und das Magiebuch des Wissens. Die Kombo-Kette kann man halt auf zweierlei Arten aufbauen. Einmal über den Magiebuch Magier selber kann ich mir das Magiebuch der Geheimnisse suchen, welches mir wiederum das Magiebuch des Wissens sucht. Oder andersrum kann ich mit dem Magiebuch der Geheimnisse den Magier suchen und der wiederum sucht mir das Magiebuch des Wissens, damit wir so effektiv zwei Karten ziehen können und unser Deck halt ein bisschen ausdünnen. Das ist eine relativ einfache kleine Draw-Engine, die einfach mit drei Plätzen relativ schlank und einfach zu spielen ist. Dann die letzten beiden Karten, die ich jetzt noch mit drin habe, sind einmal der Harpyen Flederwisch, um noch potenziell störende Zauber- und Fallenkarten des Gegners zu entsorgen. Und mit der Pendelhalt-Karte habe ich nochmal die Möglichkeit, extra Karten zu ziehen. Denn da wir jetzt ein Pendeldeck haben mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Monsterkarten, können wir auch hier die Bedingungen für die Karte sehr schnell erfüllen, um nochmal extra Karten ziehen zu dürfen. Dann kommen wir jetzt zum Extra-Deck und den Anfang mache ich hier mit den beiden Fusionsmonstern des Themas. Hier haben wir einmal Marmonaka, die vereinten Valens, und einmal unseren Valens Genesis Großherzog. Beides interessante Karten, vor allem, weil wir mit Marmonaka einen Monster-Removal haben, der gegnerische Monsterkarten einfach in die passende Zauber- und Fallenzone in der gleichen Spalte bewegen kann und das Ganze halt einmal pro Spielzug. Das ist halt ziemlich cool, eine ziemlich coole Interruption. Vor allem das Spannende an der ganzen Geschichte ist, wenn wir über Marmonaka, aber auch über Valens Genesis Großherzog die richtigen Effekte auch zum richtigen Zeitpunkt nutzen und der Gegner es dann wagen sollte, Monster in die gleiche Spalte wie ein Monster in der Zauber- und Fallenzone zu beschwören, dann wird die Karte in der Zauber- und Fallenzone einfach vom Feld genommen und wenn es ein Monster war, fügen dem Gegner noch ein bisschen extra Schaden zu. Den Vorteil, den der Valens Genesis Großherzog noch liefert, ist auch der, dass wir ihn auch einfach spezial beschwören können, indem wir ein Valens Monster der Stufe 5 oder höher als Tribut anbieten und können dann ihn so auf dem Wege spezial beschwören. Das heißt, wir müssen nicht auf eine reguläre Fusionsbeschwörung zurückgreifen, sondern können ihn auf dem Wege beschwören. Das ist halt schon ziemlich cool und mit den 2500 bzw. 2800 Angriffspunkten haben wir auch schon relativ gute Offensivkarten, die dem Gegner halt schon ein bisschen Ärger bereiten können. Dann kommen wir jetzt zu den Link-Optionen, die ich hier mit drin spiele. Und die wahrscheinlich wichtigste Option, weil uns gerade der Metaphose Elektromit nicht zur Verfügung steht, ist jenseits des Pendels. Sie ist eine super Sucherkarte für den Preis von 1200 Lebenspunkten. Wenn wir sie in die Extra-Monster-Zone beschworen haben, dürfen wir uns ein beliebiges Pendelmonster von unserem Deck unserer Hand hinzufügen. Das ist in den meisten Fällen unser Panelgeist. Außerdem haben wir den wesentlichen Effekt, oder müssen auch die Einschränkung mit in Kauf nehmen, dass für den Rest des Spielzuges alle Karten in den Pendelzonen ihre Effekte annulliert haben, solange wir keine Pendelbeschwörung durchgeführt haben und noch keine entsprechenden Pendeleffekte aktivieren dürfen, was aber eigentlich in den meisten Fällen kein großartiges Problem darstellen sollte, denn sofern wir unsere Karte suchen dürften, kriegen wir auch direkt unsere Pendelbeschwörung auf das Spielfeld und können dann ganz normal weitermachen. Sollten wir zwei oder mehr Monster mit unterschiedlichen Grundstufen als Pendelbeschwörung gleichzeitig in die Zone beschwören, auf die gute Dame zeigt, dann dürfen wir sogar noch bis zu zwei oder dürfen sogar zwei Karten auf dem Spielfeld wählen und sie einfach mal zerstören. Das heißt, gerade wenn wir in unserem Spielzug nach dem gegnerischen Spielzug agieren, können wir hier nochmal den Gegner zwei Karten wegnehmen, was schon ziemlich praktisch sein kann. Dann als weitere Link-Option habe ich einmal die IP Maskerena mit drin, die durch ihren Effekt sehr, sehr hilfreich sein kann. Gerade wenn wir anfangen müssen, einen weiteren Konterzug für den Gegner vorzubereiten in Form von Albtraum Ritter Einhorn. Oder falls wir es ein bisschen frecher treiben wollen, auch mit dem Mech-Ritter Crusadier Avramax. Das sind halt zwei sehr gute Karten, mit denen wir dem Gegner schon ein paar Probleme bereiten können. Gerade mit dem Avramax haben wir eine sehr gute Schutzoption. Und zusammen mit dem Effekt von IP Maskerena wird der Gegner ihn auch nur sehr, sehr schwer auch wieder los. Dann als weitere Karte habe ich noch drin Apollusa, den Bogen der Göttin. Dadurch, dass wir auch die Möglichkeit durch unsere Panelbeschwörung haben, sehr viele Monster auf das Spielfeld zu legen, können wir auch gerade gegen monsterlastigere Decks diese quasi Antikarte gegen den Gegner halt zu legen und hier bis zu vier Monstereffekte zu annullieren, was schon ziemlich stark ist. Und als Tributmaterial eigentlich nur habe ich noch Grand Solfacord Musikeal mit drin. Einfach um ein Lichtmonster zu haben, um den Effekt von Sabok, dem Megamonarchen, vollends auskosten zu können. Es gibt mit Sicherheit noch andere, generischere Optionen, sag ich mal, als Link 2 Optionen, die man halt nutzen kann, um auch den Effekt von Sabok nutzen zu dürfen. Aber mit Grand Solfacord Musikea haben wir hier ein Monster, was halt zum einen die höchsten Angriffspunkte hat und mit dem wir auch durchaus noch ein bisschen arbeiten können, sofern wir unseren Karategeist mit einer ungeraden Pendelskralle noch in unserer Hand halten und können hier noch ein bisschen mit ihrem Effekt arbeiten.
Dann, weil ich das mundäugige Synchro mit integriert habe, habe ich jetzt noch ein paar Synchro-Optionen mit drin. Hier haben wir zum einen als Stufe 4 Monster den Herold des Bogenlichts, die nochmal als sehr gute Antikarte fungieren können. Außerdem als Stufe 6 Option habe ich den metaphysischen Horus, wo wir hier auch sogar zwei seiner Effekte nutzen können, weil wir sowohl ein Effektmonster als auch ein Pendelmonster für seine Synchro-Beschwörung benutzen als Nicht-Empfänger-Monster. Alternativ kann man auch auf den Korallendrachen zurückgreifen, um hier noch größere Synchro-Beschwörungen vorzubereiten auf Stufe 8 und Stufe 10. Bei den Stufe 8 Monstern habe ich mich dazu entschieden, einmal den Kaliberlade Wilddrachen zu integrieren, weil wir auch ein paar Link-Monster als Material verwenden, können wir hier den Effekt von dem Wilddrachen auch sehr gut benutzen. Ansonsten, was ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, ist der gute alte Beelze von den diabolischen Drachen, den ich einfach mal wieder testen wollte. Denn dadurch, dass er nicht durch Kampf- oder Karteneffekte zerstört werden kann, wird es auch für den Gegner schon gerne mal schwieriger, so eine Karte wieder loszuwerden. Und wer noch kann und möchte, kann als Stufe 10 Monster noch die gute Blumenbaronin spielen. Ansonsten dürft ihr aber auch noch auf andere Stufe 10 Monster verlassen oder halt ganz darauf verzichten und vielleicht sogar noch ein paar mehr Exis-Optionen mit reinpacken. Denn dadurch, dass halt die ganzen Valence-Karten Stufe 2, 4, 6 und 8 abdecken, habt ihr auch ein sehr gutes Spektrum an Karten, die ihr stattdessen halt nutzen könnt, falls ihr nicht so viele Synchro-Monster spielen wollt. Ja, das wär's dann auch schon, mein Valence-Themendeck. Es gibt auch ein paar andere Optionen, die man halt spielen kann. Gerade als Engine kann man beispielsweise auf die mythischen Ungeheuer beispielsweise zurückgreifen oder auf andere Pendelkarten, wie beispielsweise die Zephras. Da sind auch sehr, sehr gute Kombinationen auch möglich. Aber jetzt würde mich mal interessieren, was haltet ihr denn von dem Valence-Themendeck an sich? Schreibt mal nette kleine Kommentare unter dieses Video. Auch falls ihr gerne noch Verbesserungsvorschläge oder andere Ideen habt, wie man das Valence-Themendeck spielen kann. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr fleißig mal schreiben würdet. Außerdem würde ich mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr nochmal ein Like da lasst und natürlich das Abo auf dem Kanal nicht vergesst, um unsere anderen Videos nicht zu verpassen, um uns da auch ein bisschen mit zu unterstützen. Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und viel Spaß mit dem Deckprofil.